Die Größe ist dieses Mal wichtig. Shalom, Friends. Hallo. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. So sieht's aus. Ich habe mich heute mal geschminkt. Es ist ein ganz neuer Weg, einen Vlog zu starten. Normalerweise sehe ich immer aus wie gerade aus irgendeinem Loch gekrochen. Ich habe sehr gute Laune, denn es scheint wieder die Sonne. Es ist ein Tag nach meinem letzten Vlog. Ich hoffe, ihr habt den alle geschaut. Wenn nicht, dann seid ihr keine Ehrenmänner. Ich habe meine Zähne noch nicht geputzt, also falls da irgendwas ist. YOLO. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar ist auch echt eine Mut, um 15 Uhr seine Zähne noch nicht geputzt zu haben. Aber Hauptsache die Schminke in der Fresse, immer. Ich schlafe ja voll oft mit Flechthöpfen. Heute habe ich es irgendwie nachts nicht geschafft. Deswegen sehen meine Haare jetzt so aus. Und ich habe sie noch nicht gekämmt. Laut der Lockenpolizei darf man das auch nicht. Ich glaube, ich kenne sie trotzdem ein bisschen. I don't care. Ich habe mir für... Oh, das ist so ein geiles Gefühl, Leute. Ich muss es einfach tun. Es tut mir leid. Ich weiß, jetzt kriegen super viele einen Schreikrampf. Das Ding ist, ich habe an meine Haare gar nicht den Anspruch, dass sie so übelst lockig sind. Mir reicht es einfach schon, wenn ich mit so Wellen klarkomme. Weil alle sagen, boah, deine Haare hätten so Potenzial und so. Ich habe mir eine Sache bestellt. Ich zeige die euch später mal, weil jetzt kann ich es so eh nicht ausprobieren. Obwohl könnte ich trotzdem, aber es würde nicht das machen, was ich vorhabe. Also ich habe mir meine Haare gestern nicht gekämmt und vorgestern wieder schon. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ich habe das Gefühl, wenn ich Locken habe, werden meine Haare nicht so schnell fettig. Richtig komisch. Ich mache ein bisschen Haaröl rein. Meine Lockencreme ist nämlich leider noch nicht angekommen. 80 Pakete für die Nachbarn angenommen und mein Paket war natürlich nett dabei. Ich will euch aber gleich noch was zeigen, Leute. Ich habe mir was bestellt. Das habe ich euch ja, glaube ich, im letzten Vlog auch erzählt und es ist schon da. Also Props. An dieser Stelle für Babyliss. Ich habe mir hier diesen Mini-Curling-Stab geholt für, naja, nicht so Tage wie jetzt, weil jetzt bin ich ja gerade selber dran schuld, weil ich habe meine Locken gekämmt. Aber manchmal ist es so, vor allem in der Vorderpartie sind meine Haare nicht ganz so gelockt, vor allem auf der Seite hier. Damit möchte ich dann, wenn ich will jetzt ja immer gelockt rausgehen, ein bisschen dem entgegenwirken, dass es halt, ja, wieder richtig fresh aussieht. Ich möchte natürlich meine Haare so wenig wie es geht mit Hitze behandeln. Das ist ja auch der Grund, warum ich meine Locken jetzt rock. Ich gucke mich im Spiegelbild an, während ich mit euch spreche. Bin ich unfreundlich? Ich glaube ja. Ich werde es jetzt mal kurz hier vorne an den Strähnen probieren. Weil das sind so meine Problemsträhnen. Weil ich finde, selbst gekämmte Locken würden bei mir klargehen, wenn die Vorderpartie nicht so wäre, wie sie wäre. Deswegen probieren wir das doch jetzt einfach mal. Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug Haarstyling, elektronische Technikprodukte zu Hause. Läuft. Boah, krass, der ist echt... Ich glaube, der macht genau das, was ich will, weil ich hatte immer so ein bisschen das Problem, wenn ich das mit dem Glätteisen und so, kann man sich natürlich auch Wellen machen. Das ist ja eigentlich immer so meine Methode. Aber die werden dann halt viel größer und dann neigt man irgendwie dazu. Dann sieht es halt wieder nicht aus wie Locken, sondern so wie gemachte Wellen. Ach Leute, ich probiere es einfach mal. Was soll der jetzt? Das hat 33 Euro gekostet. Ich finde, das geht noch klar. Und falls es meinen Sinn nicht erfüllt, verlose ich es irgendwann mal an einen von euch. Wenn ich mich jetzt daran gewöhne und immer mit Locken rumlaufe, ne? Dann kann es ja sein, dass dann auch irgendwann mal wieder Events kommen und ich es ja auch einfach rocken will. Aber ich möchte dann nicht Hagrid Loops sein, sondern ich möchte, dass ich mich richtig so perfekt gestylt fühle. Und ich sehe sogar bei so Leuten wie Betty oder so, so Leute, die wirklich überkranke Locken haben, selbst die haben sich bei GNTM, okay Leute, das ist schon wirklich 1000 Jahre, hey, ihr merkt, ich bin eine Oma. Aber selbst die haben sich bei GNTM und so die Locken noch so ein bisschen nachgelockt. So ist es. Heiß fühlt es sich an. Es blinkt auch nicht mehr. Ich denke, es ist ready. Wir beginnen jetzt mal. Ich muss das mit dem Shadow machen, auch wenn ich sie mir gleich rüberstyle. Komm, wir nehmen jetzt mal diese Strähne hier. Ich mache nochmal trotzdem ein bisschen Hitzeschutz drüber. Besser zu viel als zu wenig. Ich weiß nicht, wohin ich gleich mit dem Lockstab alles wandere. Ihr seht so, das ist ja jetzt nicht richtig lockig. Da ist so eine halbe glatte. Halbe glatte. Die vorderste Strähne. Komm, probieren wir doch mal direkt mit dem Beginn. Ich muss sagen, ich benutze nie Lockenstäbe. Also ich habe einen auch, den benutze ich aber sau selten, weil ich finde, das dauert irgendwie immer... Oh, oha. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, es macht genau das, was ich will. Oha, Leute. Das macht genau das, was ich wollte. Welch ein Wunder. Ich habe irgendwie immer sonst Pech mit solchen Sachen. Schaut mal, wie schnell. Hä? Schaut mal, jetzt ist das hier einfach gelockt und das reicht auch schon. Vielleicht noch hier, aber das ist ja eigentlich schon von Natur aus gelockt. Seht ihr, und das sieht dann nicht so fake aus, es sieht einfach aus wie Locken. Honey Loops lernt ihre Haare kennen. Okay, auf der Seite locke ich die immer in die falsche Richtung. Also, da werden sich jetzt auch alle Friseure aufregen, aber ich kann das nicht anders. Ich soll jetzt eine kleinere Strähne hier nehmen. Was ich gerade schon gemerkt habe, ist es wichtig, dass man die unterste Strähne, also dieses, dass man da nicht, also dass man es wirklich komplett rumwickelt, weil sonst ist es unten immer noch so gerade. Also, ich bin, also das war mal kein Fehlkauf. Ich hatte so viele Fehlkäufe irgendwie die letzte Zeit. Ich bin so happy gerade, weil das macht einfach genau das, was es soll.
genau das, was es soll. Also es macht einfach, es ist einfach, es war wichtig für mich und meine Entwicklung, weil jetzt, ey, das wird mir wirklich, ich werde jetzt eine gelockte Loops, weil ich kann jetzt wirklich selbst die bisschen weirden Stellen damit waxen. Also um die Frage aus dem Titel meines letzten Vlogs zu beantworten, Curly Loops is ready. Meine lieben Party People, ich gehe jetzt Gassi mit dem gelbsten Licht aller Zeiten in der Fresse. Immer noch. Bester Weißabgleich, by the way. Hi, Professional YouTuber. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Bin ich hier gerade mich dick. Bin ich gerade am Einpacken mich. Hallo, Deutsch. So geht's. Mein damaliger Deutschlehrer would be proud on me. Ich habe gerade ein Haul gedreht, das wird euch freuen. Ich filme in einer super Perspektive, man sieht meine hässliche Visage nicht. Und ich zeige euch gleich, was gerade angekommen ist, wenn ich wieder oben bin. Weil es freut mich sehr. Hat über eine Woche gedauert, der Versand. Aber it's there. Es handelt sich um Smoothie Bowls. Es ist keine bezahlte Werbung, ich habe es selber bezahlt. Es war schon teuer mit Versand und allem und bla. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und ich hatte keinen Bock, in den Einkaufsladen zu gehen. Oh Leute, ich habe mir jetzt hier so einen geilen Salat gemacht. Kartoffeln noch von gestern, dann Paprika reingeschnitten und Schafskäse und so ein Paprikadressing habe ich noch mal. Solche hier. Jetzt mal hier so viel Medusa-Zöpfe geflochten. Ich bin mal gespannt. Also will ich jetzt schlafen? Noch mal gucken, wie meine Haare morgen aussehen. Weil gestern hatte ich ja nur zwei. Nee, gestern hatte ich glaube ich gar nicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe euch ja erzählt, dass mir diese Bowls hier angekommen sind, die ich mir bestellt habe. Davon habe ich jetzt noch einmal so eine Dragonfruit Bowl und so eine blaue Bowl. Ocean Bowl heißt die, glaube ich. Jetzt habe ich mir hier eine gemacht. Aber ich muss sagen, es war gerade echt ein Krampf. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie keinen Mixer mit so mega hohen... Das hat ja jetzt eigentlich geklappt, es hat nur ein bisschen gedauert. Aber ja. Also mit meinem kleinen WMF-Mixer geht es nicht. Wir haben jetzt noch so einen anderen Mixer gehabt, damit ging es eigentlich ganz gut. Hat nur ein bisschen gedauert, weil wir nichts zum Stopfen hatten. Aber ja, ich probiere es jetzt mal aus. Ich hätte lieber noch Beeren oder so gehabt, aber... Hatte ich jetzt nicht. Also die Konsistenz, falls es jemand interessiert, ist so wie Eis irgendwie. Guten Tag, meine Kinder. Ich habe heute wirklich keinen guten Tag. Ich muss mich jetzt einfach mal ein bisschen zusammenreißen. Mir kam gerade hier dieses Moisturizing an. Das ist echt sehr viel. Bin gespannt, wie das so ist. Ich ziehe heute einfach wieder alles voll runter. Ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse die Normalität. Vielleicht ist es ja erlaubt, sich mit einer Person zu treffen. Ich überlege tatsächlich, mich jetzt wieder ab und zu... mit einer Person zu treffen, weil ich das selbst das sehr gelassen habe. Ja, ich kann nicht mehr. Ich probiere jetzt mal das Zeug für meine Haare aus. Es ist die Sprache Französisch und Holländisch. Nichts steht hier auf Deutsch. Super. Also, ich denke mal, man muss es nicht ausspielen, oder? Moisturizing Curl Activator. Halsmaul, wird schon klappen. I don't know, falls ihr bessere Tipps habt. Also, die Produkte von Kantu haben mir wirklich sehr, sehr viele Leute empfohlen. Okay, das riecht wirklich lecker. Ich hatte voll Angst, weil manche haben so gesagt, dass die Kantu-Produkte komisch riechen. Ich weiß nicht, ob die unterschiedlich riechen, aber das riecht ja sehr süß, aber trotzdem geht's klar, finde ich. Mir war wichtig, dass es keine Rückstände irgendwie in den Haaren hinterlässt. Ich knautsch die hier einfach so ein bisschen. Auch nicht zu doll. Ich glaube, das füllt die Haare so jetzt mit Feuchtigkeit. Und gibt denen aber auch so ein bisschen Sprungkraft, Geschmeidigkeit. Hoffen wir mal. Alles, was die Haarspitzen generell eh schon so brauchen. Ich gehe auch morgens immer so ein bisschen mit meinen Fingern durch die Haare, einfach damit die nicht so... Ihr wisst, ich muss wirklich... Ich kriege wirklich von der Lockenpolizei teilweise Hate-Nachrichten. Also wirklich so richtig so, boah, bist du zu dumm, die Haare nicht zu kämmen oder so. Aber kennt ihr nicht dieses Gefühl? Ich sag dann, das Gefühl triggert mich. Und dann hat mir so eine geschrieben, und es triggert uns Lockenträger, dass du die Haare kämmst. Und ich denke mir so, Alter, sorry, aber mich triggert es halt einfach, wenn ich weiß, meine Haare haben Knoten oder Zipa oder keine Ahnung was. Ich möchte mir jetzt zum Beispiel auch keine neue Bettwäsche direkt holen, weil ich mag, glaube ich, so Seidengefühl nicht. Ich kenne, glaube ich, nur Satin. Seide ist ja nochmal was anderes, aber ich schwitze voll auf so Satin-Material auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auf Seide anders ist. Kommt mir in die Kommentare schreiben, weil das war auch eins der Kommentare, dass so Seidenkopfkissen gut sein sollen oder anstatt Mikrofaserhandtücher auch Baumwoll-T-Shirts. Wir schauen jetzt einfach mal. Also, ich werde jetzt meine Shampoos trotzdem verwenden. Also, ich werde trotzdem Plantur 21 verwenden, weil es für mich einfach wirklich extrem gut fürs Wachstum funktioniert. Und dieses Rosane habe ich ja. Und ich werde auch meinen Conditioner von Kerastase weiterverwenden, weil ich das Gefühl habe, dass seit ich die Sachen benutze in Kombination meine Haare so gut lockig sind. Und mein Anspruch ist es gar nicht, jetzt perfekte Korkenzieherlocken oder so zu entwickeln. Ich finde einfach so, wie es gerade ist, finde ich es gut, fühle mich wohl. Und ich versuche einfach nur das jetzt am besten
und am längsten, weil ich wasche meine Haare eigentlich nur einmal die Woche, einfach schön aussehen zu lassen, weswegen ich jetzt versuche, hier so Produkte reinzuhauen. Also wirklich, Leute, mein Anspruch ist jetzt hier nicht, eine perfekte Curly-Girl-Methode zu machen. Und weil ich finde, ich mag eigentlich Locken, die so wellig sind, so wie das hier. Deswegen, ich brauche gar nicht mehr. Deswegen nerven mich auch die Kommentare, die so sagen, boah, du würdest noch so viel aus deinen Haaren rauskriegen. Maybe one day, aber appreciate it doch einfach mal, dass ich gerade anfange. Also das Ding ist, ich habe wirklich noch nie so viele positive Kommentare und Nachrichten bekommen, wie jetzt gerade in der Zeit, weil mir super viele schreiben, ey, du ermutigst uns, natürlich zu sein und bla. Und ich bin ja gerade, ich nehme euch ja bei meinem Prozess mit. So, ich bin gerade ungeschminkt mit Brille und meinen natürlichen Haaren. Das wäre, also ich, und ich fühle mich wohl, das ist es halt so. Sonst habe ich mich ja schon öfter so präsentiert, aber ich fühle mich gerade wohl. Und das ist halt der große Unterschied bei der Sache. Weil ich selbst in dieser Insta-Scheinwelt, Fake-Welt war und ich dachte ja sehr, sehr lange, das habe ich auch im letzten Vlog schon angesprochen, dass ich einfach nur mit langen, blonden Haaren erfolgreich sein kann. Und ich hatte so Angst, den natürlichen Weg zu gehen. Ich dachte, mein Wiedererkennungswert ist weg und dass irgendwie generell alle Instagrammer so aussehen müssen halt, um Likes zu kriegen und so. Und solche Nachrichten, solche positiven Nachrichten bestärken mich einfach so sehr, weil es ist ja auch eigentlich genau das, was ich übermitteln will. Ich habe jetzt nichts gegen gefärbte Haare und ich habe auch nichts gegen Extensions. Es hat nur einfach für mich nicht funktioniert, zum Beispiel Tapes zu haben. Die Tapes, die waren bei mir so anstrengend, weil meine Haare ja, wie gesagt, so lockig sind und da haben die sich halt auch immer unter dem Kleber gelockt, die sind alle rausgefallen. Ich hatte immer Klebereste in den Haaren. Es war einfach, und ich habe ja viele Haare, wie ihr seht, und es war wirklich anstrengend mit so einer Masse Haare auf dem Kopf. So krass hellblondierte Haare werden immer irgendwie gelb. Auf jeden Fall bei mir. Und es war einfach anstrengend. Das ist ja eigentlich nur der Grund, warum ich jetzt wieder natürlich gegangen bin, weil es mir alles einfach zu anstrengend war. Und ich habe das mit meinem Zeitmanagement nicht hinbekommen. Es war ja noch in der Zeit, bevor wir alle nichts zu tun hatten. Und mit dem ganzen Hin- und Her-Traveln und keine Ahnung, ich habe das einfach nicht geschafft, dann auch immer noch zum Friseur zu gehen. Und es war einfach wirklich ein Struggle und ich finde, wenn deine Optik dir einen Struggle macht oder zum Beispiel du, wie gesagt, von so vielen äußeren Einflüssen abhängig bist, sodass deine Haare perfekt blond sind und du musst eigentlich noch die kühle Tönung drauf machen, sonst fühlst du dich nicht wohl, ist doch mega kacke. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass, ich weiß nicht so, wir sind ja alle aus dem Grund irgendwie anders und sehen anders aus und ich denke so, die Sachen, wie wir natürlich auf die Welt gekommen sind, passen halt einfach auch am besten zu uns. Trotzdem bin ich auch ein Freund davon, wenn Leute sich verändern und kreativ ausleben. Ich war so eine lange Zeit meines Lebens, hatte ich gefühlt, jede Haarfarbe ausprobiert, die existiert. Vielleicht kommt diese Phase auch wieder, aber ich möchte das hier mal ausprobieren, weil ich war noch nie das offenhaarige, natürliche Girl. Ich habe selbst, als ich noch kein Glätteisen hatte mit 14, hatte ich, glaube ich, das erste Mal ein Glätteisen oder mit 13, was ein sehr schlechtes Glätteisen war, auch meine Haare gar nicht richtig glatt gekriegt hat. Ich hatte generell andere Locken. Ich hatte so richtig, richtig, richtig krisselige Locken. Ich habe sie nie offen getragen, sondern immer in so einem Zopf. So, und dann habe ich mir hinten einen Dutt gemacht. Eigentlich genau diese Trendfrisur, die es gerade gibt. Nur, dass meine Haare halt, wie gesagt, sehr gekrisselt haben und immer auch hier so abstanden und ich wurde sehr, sehr viel gehänselt, weil ich immer dieselbe Frisur hatte und die halt in deren Augen nicht gut aussah. Und ich habe mich nicht getraut, mit offenen Haaren reinzugehen, weil ich eben auch nicht wusste, wie man Locken pflegt. Ich erinnere mich halt noch so in so eine Situation, ich glaube, ich habe das letztens schon mal irgendwo erzählt, wie ich zum Friseur gegangen bin, weil ich meine Haare rot färben wollte. Ich wollte unbedingt rote Haare haben. Und davor hatte ich noch nie irgendwas mit dem Haar gemacht. Ich hatte kein Glätteisen reingelassen, ich habe sie regelmäßig abgeschnitten. Also sie waren eigentlich gesund, sie waren halt nur so sehr frizzy und kraus, weil ich halt krause Haare hatte. Das hier, würde ich sagen, sind ja nicht mehr richtig krause Haare. Ich hatte wirklich sehr, sehr krause Haare. Die Friseurin hat mich angeguckt und hat gesagt, nee, so zerstörte Haare färbe ich nicht. Und dann meinte meine Mutter so, wisst ihr, da war ich so 12 oder 13, und meinte meine Mutter so, die sind nicht zerstört, so. Das sind ihre natürlichen Haare. Dann hat sie so gelacht, haha, ja, mich müssen sie nicht verarschen, ich habe davon Ahnung. So irgendwie sowas gesagt. Und es hat so, 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 so sehr mein Selbstwertgefühl runtergezogen. Und ja, ich mache jetzt hier gerade einen Real Talk, aber ich muss euch noch zwei Sachen erzählen. Warte mal, ich hole mir kurz was zu trinken, ja? Wirklich, das wird euch schockieren. Das wird euch schockieren. By the way, ich habe das Gefühl, dass man einfach jetzt schon merkt, dass das Produkt meine Haare besser lockig gemacht hat. Oder ich will jetzt mir eigentlich keinen Plan. Sie sind jetzt auf jeden Fall griffiger und so. Meine Managerin meinte mal zu mir, glaube ich letztes Jahr, hat mir so einen Pressetermin und dann hat sie so in so einem Nebensatz erwähnt, ja, deine Haare sind ja jetzt auch voll gesund. Und ich habe das so gemerkt, dass mich das so schockiert hat, dass jemand von außen zu mir sagt, dass meine Haare gesund aussehen. Weil ich seit meiner Kindheit, seit ich 12 war, wo meine Haare sogar gesund waren, nur eben anders aussahen als jetzt vielleicht die normalen europäischen Haare so. Nicht, dass man nicht normal ist, wenn man die Haare hat, aber ihr wisst, was ich meine. So, die Masse hat die Haare als außergewöhnlich und weird empfunden. So hatte ich auf jeden Fall immer das Gefühl bei mir so. Es ist halt aus der Norm gefallen so. Und es hat mich so schockiert, dass jemand in meinem engeren Umfeld zu mir sagt, weil ich habe noch nie so ernst gemeinte, also auf jeden Fall nicht so, dass ich sie so empfunden habe, als wäre es ernst gemeint,
Das war auch in so einem Nebensatz, das war jetzt nicht so ein Arschkriecher, das war einfach so, ja, deine Haare sind doch jetzt auch gesund und so. Und ich denke mir so, krass, dass es mir jetzt jemand sagt. Und es hat mich so berührt und da habe ich erstmal so gemerkt, was für ein Trigger das für mich war. Weil sowas hat man halt voll oft unterbewusst, schleppt man sowas mit sich mit und weiß gar nicht, dass es einen so triggert. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall das. Und ich war halt, wie gesagt, ein halbes Jahr davor oder so auf einem Event, einem Launch-Event von Julina Menon. Und da hat jemand so zu mir gesagt, also hat mich so angeschaut, ich sage jetzt auch nicht wer, es war wahrscheinlich auch nicht böse gemeint, aber da habe ich wieder gemerkt, dass es wieder so ein Trigger ist. Eine Person hat mich angeschaut und meinte so, du hast eigentlich Naturlocken, oder? Und ich so, ja. Und die Person so, ja, sieht man, weil geglättete Naturlocken sehen immer so hart aus. Das war halt nicht so mit einem Lächeln gesagt, das war halt so einfach so gesagt und ich war irgendwie dann voll verwirrt und dachte mir dann, ich hatte natürlich gerade geglättete Haare und dann war ich wieder so, ich bin halt in dem Moment jemand, der dann immer der Person recht gibt. Also wenn mich jemand irgendwie disst, bin ich immer so, ja, ich weiß, so. Obwohl es mich eigentlich triggert und ich eigentlich sagen würde, warum sagst du mir gerade ungefragt, dass meine Haare hart aussehen? Also what the fuck? Vor allem meine Haare waren nie hart, also selbst wenn ich sie geglättet habe, waren die weich, so. Aber ich weiß halt, was die Person meint, weil man ja irgendwie geglätteten Locken meistens ansieht, dass es geglättete Locken sind, weil es auch meistens mehr Haare sind. Ja. Auf jeden Fall hat mich das da auch wieder so getriggert und ich bin wirklich so oft so, ich war zum Beispiel mit einer Freundin, mit der ich jetzt nicht mehr wirklich chille, auf einem Konzert mal und da hatte ich so das Dupe von Miss Diorcherie drauf und habe ihr so erzählt, ja, ich habe jetzt das Dupe von Miss Diorcherie und oh mein Gott, das riecht so wie das und ich bin jetzt gerade so glücklich und so. Und dann hat meine Freundin einfach so gesagt, also ich finde eher, dass das wie so ein billiger Kloduft riecht. Wirklich, das Wort billig und Kloduft. Und ich stand da so und wir standen in so einer Schlange an, alle haben das gehört und ich war nur so, ja, ich weiß, was du meinst. So reagiere ich dann und es ist so dumm, weil eigentlich würde ich sagen, Alter, willst du mich gerade verarschen? Du siehst, ich freue mich hier gerade über was. Ja, ich es artet hier gerade aus. Das will ich nur sagen, man hat unterbewusst manchmal so Trigger und achtet einfach darauf, wie ihr mit Menschen umgeht, weil manchmal wissen die Leute auch gar nicht, dass sie Trigger haben. Wisst ihr, was ich meine? So wie, ja, ihr merkt, mich bedrücken gerade viele Dinge. Aber so ist es manchmal. Ich hoffe, ich helfe euch ein bisschen. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn irgendwas Spannendes passiert, was definitiv nicht passieren wird. Ey, Leute, wir haben gerade das allererste Mal, da finde ich jetzt nachher, HelloFresh ausprobiert. Oh. Marcel hat damit nämlich ein Placement, ich nicht. Also, und zwar hier Hähnchen mit Knollen, Selleriestampf. Leute, das war so geil, das hat so Spaß gemacht. Ich kann sowas wie Hühnchen und so eigentlich überhaupt nicht zubereiten und es war einfach so easy und es hat einfach so Spaß gemacht, weil ich finde es echt gut, weil da nur Zutaten dabei sind, die man, also man schmeißt nichts weg, weil alles die richtigen Maßangaben schon hat und so. Und ich sag euch, nach dem Kochen direkt aufzuräumen, wieder eine kleine Küche zu haben, ist ein richtig geiles Gefühl. Also ich habe gerade das Gefühl, ich bin erwachsen, habe mein Life together. Und dieses Gefühl habe ich so lange, weil ich hier wirklich, ich meine, wenn du nur zu Hause bist und nichts machst und bla, dann sag was so, das ist nicht alles immer super. Und ja, yeah. I feel me now, like I have my life together, that's good. Mir ging es wirklich nicht so gut. Es ist aber auch gar kein Problem. Es ist einfach manchmal so. Und die Situation ist jetzt mit uns alle schwer. Ich schaue mir jetzt hier noch Trash-TV an. Are You The One? Mit irgendwie diesmal extremst unsympathischen Teilnehmern teilweise. Manche sind manche okay, manche extrem unsympathisch. Ich finde... egal, ich will kein Shame. Ich wurde gerade angebaggert draußen. War Highlight of the Day auf jeden Fall. Ich habe meine Tage, habe ich ja schon erzählt, glaube ich. Ich trage meine Periodenunterwäsche, wo alle komplett geschockt sind, dass das funktioniert. Und ich bin auch selber geschockt, aber ich mache es jetzt schon seit 3 oder 4 Perioden. Und es ist einfach, es hat mein Leben verändert. Periodenunterwäsche ist das Beste, was ihr eurem Tagemenschen antun könnt. Wirklich, es ist cozy. Die gibt es in High-Waist. Ich habe High-Waist an. Es ist einfach geil und es ist einfach geil und es ist einfach geil. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, 16 und 13 Uhr. But I got ready. Ich liebe eigentlich nur Capri Sonne Orange, aber uns wurde versehentlich ja Kirsche geliefert. Ist aber eigentlich auch ganz nice. Es ist so schönes Wetter. You see that? No? Why don't you see that? Also der Schnee ist langsam so ein bisschen, wisst ihr so, wenn er so frostig ist, nicht mehr so, also das ist jetzt kein guter Pappschnee, ich glaube, es ist jetzt so ein Pulverschnee. Oder ist es Pappschnee? Ich weiß es nicht, kein Plan. Als Kind war man da mehr der Profi. Wie seht ihr, es ist einfach so blau. Ich will eigentlich Bilder machen, aber niemand mit mir Bilder machen gehen. Ich glaube, ich frage mal meine Schwester. Heute bin ich wirklich Next Level Wuschelkopf, aber es
kann man alles waxen für die Fotos. Wir gehen jetzt gleich shooten hoffentlich. Also meine Schwester ist auch irgendwie mega lang. Ich habe irgendwie gemerkt, dass mich voll unter Druck setzt, wenn gutes Wetter ist. Weil ich immer noch dann Fotos machen gehen will, solange die Sonne scheint. Und es scheint so selten zur Zeit die Sonne. Also sie soll sich mal beeilen. Ich will auf jeden Fall hier mega viele Outfits. Ich werde jetzt kurz was essen. Dann ziehe ich mir direkt das erste Outfit an, ziehe mich dann im Auto immer um. Das wird schon. Hallo Leute, nächster Tag. Ich war gestern so müde. Ich habe gar nicht mitgebloggt. Ich bin so dumm. Also ich war ja mit meiner Schwester draußen Fotos machen. Das war einfach so cool. Jetzt, wo sie auch ihr Auto hat, kann sie einfach mal hierher fahren. Dann fahren wir mit meinem Auto rum und dann fährt sie wieder nach Hause. Es gibt mit dem Auto nur ein bisschen struggled. Also ich bin ein bisschen pissed auf die Firma zurzeit. Ich werde da... Heute müsste sie eigentlich ein Neues erfahren. Mal gucken, sage ich euch auf jeden Fall in einem der nächsten Vlogs. Weil sie die uns so unzulässige Reifen mitgeliefert haben, Winterreifen, was man halt erst also in der Werkstatt feststellen konnte, weil da irgendwie so eine Sensoren gefehlt haben und ich habe davon ja wirklich gar keinen Plan. Und ach, es war, ist ganz seltsam. Also ganz seltsame Dinge sind da passiert. Und jetzt ist irgendwie so, dass irgendein Systemfehler da die ganze Zeit ist. Deswegen mussten wir jetzt zu einer richtigen Opel-Werkstatt. Und also sollten heute eigentlich erfahren, was damit ist. Ich werde meine Schwester gleich noch fragen. Weil wenn dort jetzt noch ein anderer Fehler ist, dann haben die uns das nicht gesagt. Und dann werde ich da aber Rambazamba machen. Beziehungsweise ich glaube, ich werde meine Mutter fragen, weil ich kann sowas nicht. So, heute muss es mal Cola Zero sein. Ich habe ja gerade meine Periode und mein Kreislauf ist da immer nicht ganz so am Stiel. Okay, ich wollte euch eigentlich was zeigen. Und zwar habe ich mir bei Amazon ein paar Sachen bestellt für Videos. Unter anderem das hier, das habe ich bei Bibi und Julian gesehen. Ich finde, die haben eh mal mega coole Videoideen. Das will ich auf jeden Fall auch machen und es ist halt gleichzeitig ein Partyspiel. Gleichzeitig so in der Hoffnung für die After-Corona-Zeit. Ein Partyspiel. Wer im Raum? Das ist sowas wie, wer würde eher? Nur, dass man sich keine Fragen zum 80. Mal neu ausdenken muss, sondern hier sind coole Ideas. Deswegen habe ich das einmal bestellt. Das kann ich euch von mir jetzt auch mal unten in der Infobox verlinken für alle Leute, die auch die Partysaison... Was ist das denn hier? Oh, mein Stabmixer! Oh mein Gott! Wofür wollte ich den nochmal? Ach, für meine Bowls! Weil es hat mit meinen Dings echt nicht funktioniert. Oh Leute, ich bin excited. Kennt ihr das? Ihr bestellt so Sachen und dann guckt ihr danach, nachdem ihr es eh schon bestellt habt. Ihr habt davor 1000 Rezensionen gelesen, habt ihr es bestellt und dann lest ihr nochmal Rezensionen und dann verunsichern euch so voll die schlechten Rezensionen. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich will es stornieren. Der soll voll schwer sein, sagen alle, aber dann habe ich geguckt und alle haben das gleiche Gewicht. Also deswegen spreche ich hier wirklich gar nichts. Aber ich muss sagen, das Paket ist wirklich einigermaßen schwer. Das ist jetzt auch eine No-Name-Firma, also auf jeden Fall kenne ich die Firma nicht, jetzt Arendo. Aber ich wollte einen mit 1000 Watt, damit der auch alles crusht, was zu crushen geht. Der hat vier Klingen, bla, wie, blub. Hör mal, so schwer ist der doch nicht. Die Leute sollen sich mal hier... Manche Leute meckern aber auch einfach so richtig dumme Dinge. Also da frage ich mich, die lesen doch, was ein Kilo ist. Das wiegt ein Kilo... Also wiegt es auch ein Kilo, dann sagt doch nicht, der liegt schwer in der Hand. Shalom, also das ist wirklich ein Riesending. Ich hatte mal einen Pürierstab bei meiner Mutter, so einen Zauberstab. Aber das ist next level. Aber gut, er hat auch 1000 Watt und ich hoffe einfach mal, die Größe ist dieses Mal wichtig. Who knows? Ah, genau, und da war dann noch so ein Behälter dabei. Emma, das wird schon. Und dann habe ich mir für Schubi richtig viele neue Leckerlis bestellt. Kaustangen mit Hühnchen und Käse. Hühnchenfilets als so Streifen. Chicken Bones. Also jetzt isst er auch gerade, die mag er richtig, richtig gerne. Einfach so Knochen mit so drum gewickelt. Und Chicken Coins. Ich glaube, das sind mit seinen absoluten Lieblingsleckerlis. Ich glaube einfach, er mag die Marke. Kein bezahltes Placement. I wish, because to treat your dog is sometimes very teuer. But I know him, so yes. Er sieht, ich knister mit was rum und ist direkt schon so, ist das nicht meine Chicken Coin Tüte? Die ist nämlich leer. Okay, und dann, Leute, Marcel guckt eh keine Vlogs. Das ist wirklich, glaube ich, ein Scheißgeschenk. Aber ich will ja immer Zeit mit ihm verbringen und er will immer die Dinge machen, die nicht so krass aufwendig sind. Okay, das heißt, meistens sagt er dann so, lass uns doch was gucken. Und ich denke mir so, nein, das ist einfach langweilig. Und natürlich ist es manchmal auch geil, aber man will ja auch manchmal was machen, was spielen oder so. Und wir spielen ja voll gerne Stadt, Land, Fluss. Und ich habe hier was gefunden, das will ich ihm zu Valentinstag schenken, okay? Stadtland, was ich an dir liebe. Und da sind so Sachen drauf. Das kreative Quiz und Kommunikationsspiel für Paare. Und das ist so, das ist halt so ein, wisst ihr, die Blätter muss man einfach nur so abreißen. Und da gibt es zum Beispiel, was ich an dir liebe, Reiseziel von uns, das macht uns glücklich, gemeinsames Hobby,
das langweilt dich, ein Wunsch von dir. Also weißt du so, dann gibt's A und dann muss man das aufschreiben. Ich glaube, das ist nochmal cool, um sich und die Beziehung vielleicht zu reflektieren. Ich glaube, jetzt ist es kein Spiel, was man jetzt so jeden Abend spielen will. Aber für so einmal, es hätte auch eigentlich nur ein Blatt davon gereicht für ein paar Cent, aber ich dachte, ich hole das mal und fand es irgendwie funny. Vielleicht würde es einer von euch auch verschenken. Also ich mag sowas, weil kann man sich als Paar so hinsetzen und auf eine lustige Weise sich die Beziehung reflektieren, was man so über den anderen weiß oder nicht. Ja. Ich habe, glaube ich, noch ein Spiel bestellt für Videos, aber das ist noch nicht angekommen. Auch irgendein Partyspiel. Weil ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr so Funny Challenges machen. Genau. Ich habe auch noch ein bisschen was bei Asos bestellt. Vielleicht zeige ich euch später meine Favoriten-Sachen davon. Ich habe echt super lange nicht mehr so viele Klamotten bestellt, deswegen... Ich war richtig sad die letzten Tage und da konnte mir nur Shoppen helfen. Leute, wisst ihr, was ich an Online-Bestellungen doof finde? Man neigt immer so dazu, 1000 Sachen, die man dann so denkt, ach, ich probiere es mal an mitzubestellen, aber man weiß eigentlich eh, dass man es vielleicht nicht kaufen würde. So war es jetzt auch gerade bei mir. Also ich habe jetzt wirklich nur 2 Sachen, genau wegen den Sachen mich auch hingegangen. Einmal dieser Oversize Neck Pullover und dann nochmal hier, wartet. Ich wollte so einen Faltenrock in Lederoptik haben, um das so mit Hoodies zu kombinieren. Das habe ich behalten mir nicht, aber ich muss sagen, immerhin bin ich stolz drauf, auch wenn dieser ganze Bestellvorgang dann einfach random war und ich jetzt ein fettes Paket zurückbringen muss. Ich habe mir auch noch Schuhe bestellt, die ich auch wollte, aber die waren, also ich finde so mit dieser klobigen Sohle, die ich euch gerade gezeigt habe, da müsste die Sohle auch so eine bequeme Gummisohle sein und das ist aber sowieso Plastik gewesen und es macht so klack, klack, klack und das ist einfach blöd. Ich möchte nur noch Sachen haben, die bequem sind, die ich gerne trage. Ich glaube, früher hätte ich viele Sachen hier behalten, einfach um so zu denken, ja, komm. Aber ich möchte jetzt nur noch Sachen holen, wirklich die, wo mein Herz für schlägt. Meine Lieben, es wird heute nicht mehr besser. Ich habe probiert. Ich habe mir gerade Spaghetti gemacht. Eine Aktivität dieses Tages und ich habe es nicht geblockt. Meine Shoot It Like Sunny Foto Challenge ist ja jetzt diese Woche das erste Mal gestartet. Ich mache jeden Monat jetzt eine Foto Challenge auf Instagram, Ende jeden Monats immer und mit coolen Gewinnen. Dieses Mal waren es Presets von mir. Ich habe mir so LED-Streifen, nicht für die Decke, sondern für hinter des Dings. Also da oben liegt eigentlich gerade nur eine Lichterkette drauf und mir ist das Licht viel zu schwach. Und ich will auch buntes Licht haben. Also ich habe mir so LED-Streifen insgesamt 10 Meter geholt. Das sind jetzt 7, habe ich abgemessen, wenn es einmal um diesen ganzen Schrank rumgehen sollen. Aber ich finde es ganz nice, weil dann kann ich auch noch 3 Meter um den Schrank, um den Fernseher rum machen. Und dann ist es dort auch nochmal beleuchtet. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich habe mir noch irgendwas bestellt. Ich habe mir auch noch so Fotohintergründe bestellt. Einen weißen und einen schwarzen. Ich mache da ja immer so ein... mit so einem Stoff und so, das fuckt aber wirklich übelst ab, weil der auch nicht lang genug ist, etc. Deswegen habe ich mir so 2 fette Fotorollen geholt, die ich dann einfach, sag ich schon mal, mit Jan gemacht, da oben festkleben werde und dann kann ich das immer hier so ausrollen, dann ist das immer mein Fotostudio. Also, yeah, productive. Ihr merkt, ich will immer weiter produktiv sein. Ich habe zwar richtig viele Bilder jetzt gerade auf Vorrat gemacht, als ich mit meiner Schwester war, aber will jetzt weiter angreifen, Leute. Ich habe so viele kreative Ideen, die so in einem Studio geschossen werden müssen. Und dadurch, dass ich keins habe, muss ich mir hier halt eins errichten, wisst ihr? Jede Investition in euer Zuhause lohnt sich, weil ihr verbringt so viel Zeit zu Hause, also ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir das jetzt gegönnt. Ich wollte die ganze Zeit schon so LED-Beleuchtung haben und so. Ich habe schon fast überlegt, ob ich mir das von Marcel zum Valentinstag wünsche. Jetzt spoilere ich hier schon, weil ich mache, glaube ich, ein Valentinstagsgeschenke-Video. Ich habe mir schon gerade ein paar Ideen aufgeschrieben. Werde das für euch alles raussuchen und dann werde ich ein Video dazu machen. Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, wir beenden diesen Vlog an dieser Stelle. Falls ihr euch schon auf den nächsten Vlog freut, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!